Liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Dittmoninger, Kirchheimer, Kaya und Aster, liebe Schwestern und Brüder aus nah und fern. Heute, ich bin immer noch in Heiligenkreuz, aber heute habe ich einen alten Bekannten für so manchen Dittmoninger, vor allem Kolpingbruder, und da freut es mich, dass ich den hier getroffen habe im Heiligenkreuz, weil er hier studiert. Nämlich fahren wir rüber zum Rupert, zum Prater Rupert aus Admont. Lieber Rupert, mich freut es, dass du da bist und dass du uns jetzt den Abendimpuls holst. Ja, lieber Herr Pfarrer, danke dir. Liebe Dittmoninger und alle, schön, dass wir uns getroffen haben hier in Heiligenkreuz. An diesem Ort studiere ich seit circa 3 Jahren. Und es ist ein besonderer Ort. Es sind unsere jüngeren Glaubensbrüder, die Zisterzienser, die man da hinten sieht. Dieses Kloster gibt es seit 1133. Wir Admonter sind ein bisschen älter, das muss ich jetzt mit einem Schmäh sagen, weil hinter uns ein paar Zisterzienser sind, aber die lachen eh, so hoffe ich. Genau. Warum wird man Mönch? Warum ist man Mönch? Warum stehe ich jetzt so da? Ihr kennt mich sowohl als Benediktiner als auch vor der Zeit des Benediktinerseins. Diesen Traum habe ich schon länger in mir. Ich wollte schon immer Pfarrer werden, das wissen einige oder die meisten. Und auch das Benediktinische, das hat mich immer sehr bewegt, als Musiker vor allem, weil der heilige Benedikt seine Rede mit dem Wort Hören beginnt. Das Wort Hören, das hat mich gleich aufgeschreckt. Was meint er denn jetzt da? Warum mit Hören? Ja? Und dann präzisiert er das noch, er wird genauer, nicht nur mit dem Ohr hören, sondern mit dem Herzen hören. Ja, was meint er denn? Er meint, dass man ein hörender Mensch werden soll. Das gilt nicht nur für die Zisterzienser oder für uns Benediktiner, das gilt für einen jeden Menschen. Weil wenn man ein hörender Mensch wird, wenn man offen wird für die anderen Mitmenschen, kann man irgendwann ein Ohr bekommen für Gott. Also so habe ich das erlebt. Das ist aber ein langer Weg, da braucht man viel Geduld. Aber es wird. Also wenn es einmal ein kleines Handbuch zur Bibel hinzu braucht, dann nehmt es einmal die Regel des heiligen Benedikt. Das kann ich euch ans Herz legen. Das ist ein sehr gutes Buch, ein gelungenes Buch, weil es gibt schon seit 1500 Jahren. Herzliche Einladung einmal nach Admont zu kommen oder auch nach Heiligenkreuz. Aber Admont ist wirklich schön. Darf uns freuen, wenn Sie einmal wieder kommt, liebe Dittmoninger. Darf mich persönlich auch sehr freuen und bitte dich, Herr Pfarrer. Und jetzt wollen wir beten, wie jeden Abend. Herr, auf dich vertrauen wir, in deine Hände legen wir unser Leben. Lass leuchten über uns dein Angesicht, hilf uns in deiner Güte. In deine Hände legen wir unser Leben. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Herr, auf dich vertrauen wir, in deine Hände legen wir unser Leben. Und so segne euch an diesem Abend und in dieser Nacht der gute und der treue Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Und jetzt singen wir gemeinsam. Bevor des Tages Licht vergeht, o Herr der Welt, hör dies Gebet. Behüte uns in dieser Nacht durch deine große Güte und Macht. Hüllt Schlaf die müden Glieder ein, lass uns in dir geborgen sein und mach am Morgen uns bereit zum Lobe deiner Herrlichkeit. Dank dir, o Vater, reich an Macht, der über uns voll Güte war. Und mit dem Sohn und Heiligen Geist des Lebens Fülle uns verheißt. Amen. Und jetzt wünscht mir zwar euch einen schönen Abend und eine gute Nacht. Führt euch gut. Bis morgen. Danke. Okay.